Hallo. Hallo. Guck mal, hier ist so ein Meerschwein. So, ich muss mich jetzt mal heilen. Meinst du? Ah, du hast... Ja, wir haben uns gerade... Also ich habe mir gerade Satisfactory runtergeladen, weil es gerade im super mega epic Sale ist und... This consumable ja, ich habe keine Ahnung. Nato hat schon wieder voll die Ahnung. Further analysis required to establish object scanner identification. Ich dachte mir so, komm, wir machen mal eine Aufnahme. Warte mal. Note: To complete genau, this objective, so. The resources salvaged from the drop pod will be consumed. Genau, du musst da, ja, genau. Fühlt sich ja schon an wie Minecraft. Ja, ist aber. Ja, ja, schon. Wie ein schönes Minecraft, aber mit einem Technik-Modpack auf jeden Fall. Also, du wirst gleich sehen, das geht übelst ab. Also, dieses Überstehende, das musst du abbauen. Immer. Das, was wir hier gerade abbauen. Genau, richtig. Alles, was hier übersteht, muss abgebaut werden und alles andere... Kann man hier noch was abbauen? Nein, hier jetzt nicht mehr. Also doch, aber mit Maschinen. Ah. Lass uns mal eben den Hamster da vorne töten. Welchen Hamster? Den, auf den du gerade zuläufst. Ach da. Das Meerschweinchen hier. Ja, Meerschweinchen, Hamster. Weil hier können wir nämlich auch... Das hier? Ja. Kalkstein ist auch wichtig. Und Kupfer wäre noch schön gewesen, aber das kümmern wir uns später drum. Jetzt würde ich sagen, wir das erstmal mit Eisen. Eisen! So, und wir müssen groß denken. Das heißt also, wir brauchen eine riesige Anbaufläche. Na, was ist jetzt hier? Also, ich habe ja jetzt kein wirkliches Intro gehabt. Gibt's, also, was ist jetzt unsere Aufgabe? Du hast es geskippt, ne? Nö, ich hatte kein Intro. Es gibt auch kein wirkliches Intro. Also, es ist mehr so, das Spiel gibt dir halt mehr oder weniger so Raum zur Interpretation. Eigentlich ist es so, dass du auf diesen Planeten kommst und... Ja, es ist halt ein total unberührter, wunderschöner Planet und im Verlaufe der Zeit baust du halt eine riesige Fabrik und beutest diesen ganzen Planeten aus. Das wird dir aber erst irgendwie so im Verlaufe des Spiels wirklich bewusst. So, wenn jetzt Q drückst... Ach ne, ich muss erstmal den Hub aufbauen. Bist du eine Frau? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du bist eine Frau. Du musst mal da weggehen, weil du stehst meinem Hub im Weg. Oh. Also du, glaube ich, auch. So, das ist der Grundstein für alles, was wir bauen und was wir machen. Hier ist immer das Hub-Terminal, zeigt dir so ein bisschen die Aufgaben, die du erreichen sollst. Und hier drüben in der Werkbank kannst du halt alles Mögliche basteln. Das geht jetzt noch von der Hand, aber am Ende des Tages geht es halt darum, das alles zu automatisieren. Das heißt also, wir machen jetzt hier mal diese Eisenbarren. Was ist das? Und. Hm? Tier 0 Hub Upgrades. Genau. Das können wir jetzt annehmen. Crafting Bench haben wir ja jetzt, ne? So, warte, du musst immer unten den Meilenstein auswählen. Ja. So. Und dann will der von uns 10 Eisenstangen. Dann gehst du hier rüber an das Ding. Eisenstein. Ich habe jetzt schon. Genau, ich habe jetzt schon Eisenbarren gemacht, aber irgendwo haben wir nicht eine Kiste. Ja, haben wir noch nicht. Warte. Die Werkbank ist beschäftigt. Ich kann da jetzt nicht dran, weil du da dran bist. Wie nervig ist das denn? Du hast keinen eigenen Hub, ne? Im Inventar. Wie öffne ich das Inventar? Tab. Tab. Nein. Okay. Muss ich den irgendwie craften, den eigenen Hub? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Hier, guck mal, ich habe dir jetzt hier... Ah ja, ich könnte jetzt hier auch einen hinstellen, oder was? Missing Hub Parts, can't afford. Ah ja. Was stand da jetzt? Du musst halt, wenn du baust, genau, du musst halt, wenn du baust, musst du immer so ein bisschen darauf achten, dass du da nicht drunter stehst. Also wir können nur einen Hub bauen. Ah, okay. Ja, dann können wir nachher noch eine Werkbank bauen, das ist nicht so schlimm. Hier, pass auf, ich gebe dir jetzt mal die Hälfte von meinen Dings. Hier unten sind jetzt Eisenbarren. Ach, ich muss das gedrückt halten.
Hast du Eisen? Ach, du hast ja selber Eisen, genau, stimmt. Mhm. So, genau, dann machst du jetzt Eisenbarren da draus und dann machst du Dings da draus und guckst mal, dass du uns die ersten 10 Eisenstangen bastelst. Ah, ja, okay, ich habe jetzt 20. Und die schmeiß ich da jetzt einfach rein. Genau, die 10 schmeißt du da rein. So, und dann kannst du Hab verbessern machen. Und dann. Rum. Guck mal, jetzt haben wir schon mal eine Kiste, wo wir allen möglichen Scheiß dran machen können. Aber nicht die Parts, also nicht das Eisen und so. Und den Kalkstein. Nicht das, womit wir noch craften müssen. So, und dann kannst du im Hub die nächste Mission annehmen. Hub Upgrade 2. Mach das mal. Ich habe das Eisen da jetzt erstmal reingeschmissen. Das können wir ja dann nehmen, wenn wir das brauchen. Ja, das machen wir alles hinterher. Dafür brauchen wir jetzt Eisenstangen, Eisenplatte und Draht. Das heißt, wir müssen jetzt auch Kupfer finden. Das Ganze mal C gedrückt halten. Und dann solltest du so ein Menü kriegen, wo du Suche nachmachen kannst. Ja. Da klickst du jetzt auf Kupfererz. Und dann guckst du, wo der Kupfererz für uns findet. Vorne 170 Meter da oben. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt da hoch und bauen da oben Kupfererz ab. Juhu! Und ja, dann gehen wir gleich sozusagen in die Produktion. Du kannst diese Büsche hier immer mitnehmen, weil das ist Biomasse und Biomasse ist hinterher erst dieser Anfängertreibstoff. Alter, was ist das denn? Das ist eine Kuh. Oh! Und ein Meerschweinchen ist auch hier. Hallo. Alter, hat der mich in die Luft gesprengt, der Junge. Unglaublich. Das ist eine Kuh? Ja, keine Ahnung. Man weiß ja nicht. Guck dir mal den Fingernägel an. Ich würde mich auf jeden Fall nicht mit dem Viech anlegen. Okay. Es rennt weg. So, dann bauen wir hier oben das Kupfer ab und dann, was habe ich denn jetzt auf der 2? Eine Stromleitung. Ah ja. Nee, bauen nicht aus dem Boden ab. Warum? Weil wir jetzt gleich die ersten Produktionsmaschinen bauen. Ah ja. Sich nicht. Ich nehme einfach Blätter mit. Ja, davon werden wir hinterher noch Massen sammeln müssen. Weil, wie gesagt, das ist der erste Treibstoff und wie dir vielleicht ist dir noch nicht aufgefallen, aber ich kann es dir schon mal sagen, es wächst nichts nach. Ist mir noch nicht aufgefallen, aber danke für den Hinweis. Aber Achtung, hier ist Rutschgefahr bei uns im Hub, ne? Warum ist hier Rutschgefahr? Ja, wir haben da ein Schild aufgebaut. So, warte mal, ich habe doch hier Eisen platziert. Easy. Ja, wegen den Kanten. Vorsicht. Hohe Kanten. Ja. So. Achso, ich muss ja gedrückt halten. So, was brauchen wir? Platten, Rohr und Kupfer. Blups. Okay, wir brauchen 50 Wire. Ich kann 36 machen. Ja, ich wollte gerade die zweite Werkbank machen. Das wäre jetzt eigentlich mal viel schlauer. Ich nehme mal deine Sachen hier raus. Lass mich mal kurz an die Werkbank. Sofort ran. Dann würde ich uns eine zweite Werkbank machen und können wir parallel arbeiten. Das ist ein wenig praktisch. So, ich schmeiß mal die Sachen rein. Ich habe die jetzt alle schon gemacht. Ach nee, uns fehlt noch dieses Wire. 4 Stück. Du. Kannst schon mal, Quatsch. Das ist eine Schmelzerei, wir haben die übrigens noch nicht. Egal, ich würde gerne aber trotzdem erstmal die Werkbank. Ich brauche 3 Platten noch. Eisenplatten. Voll weit weg alles. Ganz schön viel, die ich jetzt gemacht habe. So. Guck mal, jetzt haben wir eine zweite Werkbank. Hier oben leuchtet was. Wo denn? Was denn? Da. Die Schnecke? Ist das eine Schnecke? Die Schleimschnecke, ja, das ist, damit kannst du aus den Schleimschnecken, kannst du hinterher, so eine Art Batterie machen, die dann,
deine Maschinen verbessert, dann kannst du die auf höheren Dings laufen lassen, auf höheren Produktionsstufen, dann kosten die auch mehr Strom. Further analysis of crystals required to determine application. So, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Werkbänke. Was brauchen wir jetzt noch? 14 Draht. Okay. Ist das hier so ein guter Ort? Ich meine, wir haben ja hier keine Ressourcen. Also so Metallressourcen in der Nähe. Du musst groß denken. Du musst sehr, sehr groß denken. Wir machen hinterher alles mit Förderbändern und so. Congratulations. You have unlocked scanner stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Jetzt können wir nach Limestone. Seventh objective. Hub upgrade, conveyor belts. Oh Leute, guck mal, wie schnell das schon ging hier. Jetzt haben wir schon ein paar Wände. Krasser Scheiß, oder? So, was können wir jetzt hier machen? Hub Upgrade 3. Ich bin nur gerade am Überlegen, irgendwie fehlt mir gerade. Ach, ich weiß warum. Wir müssen die Rüstungswerkstatt bauen. Was ist das jetzt hier? Powerline? Ja, das ist für unseren Strom hinterher. Ah, ja. So, pass auf. Hier. Klack. Yes. Wenn du an die Werkbank gehst, dann hast du den mobiler Minator. Und den müssen wir jetzt bauen. Und dann können wir den automatisch Erze für uns fahren lassen. Also ich kann dir nur Portal Miner und Xeno-Zapper basteln. Ja, du hast auf Englisch gestellt, ne? Ja. Ja. Dann ist es der Portable Miner. Ah. Can't afford Recipe. Okay. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Zeugs dafür, Junge. Wir brauchen. Also, ich brauche noch 7x Draht und 4x Kabel. Wir brauchen Kupfer. Also, suchen wir mal Kupfer. Ich habe alles. Na, dann kannst du ja da oben. Ich vermute mal, du kannst dann die Sachen, die ich nicht abbauen durfte, abbauen, die so in der Erde sind, ne? Was? Ne, ich hatte nur. Ich hab ja den Kupfer abgebaut. Oben. So. Xenosepper. Ey! Guck mal, ich hab dich da nur weggehauen, damit ich da dran komme. Es wird dunkel. Ja. So, guck mal, und jetzt können wir den hier hinstellen. Was? Den Miner. Ah. Klack. Und dann legt er los. Jetzt kannst du auf E drücken, dann siehst du, dass der Erze meint. Lol. Das ist aber die kleinste Form, die es gibt. Die ist total billo, weil da musst du alles nur selber rausholen und so. Der hat keinen Ausgangsschacht. Krass. So, jetzt machen wir noch einen davon. Ja, mit denen holen wir das Kupfer. Genau. Ich brauche noch 4 Platten. So. Dann mache ich noch einen und dann gehen wir zum Kupfer hoch. Dann. Klack. So. Okay. La 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 la. Dann kann ich hier auch so einbauen. Wenn du genug Material hast, ja. Dann könntest du noch einen ins Eisen stecken. Aber auch die sind relativ schnell, werden wir die wieder. Aber die brauchen wir später nochmal. Die brauchen wir später, um die nächsten abzugraden, glaube ich. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Die Dinger hier, diese Miner. Ja, genau richtig. Du musst die nächste Version stellst du dann damit her, dass du die upgradest. Warum ist denn so dunkel?
Die Sonne geht unter. Das ist total cool mit ja, dem. Nein, aber da ist gerade so ein Schatten über mir hergeflogen. Es gibt nämlich so komische fliegende, keine Ahnung wie die aussehen. So ein Rochen, ne? Ja, genau. Ja, so einen habe ich vorhin gesehen. So. Und wie lange bohren die jetzt? Bis die 100 Erze haben. Die können nur 100 Erze speichern. Okay, und dann nehme ich denen das Erz ab und dann machen die weiter. Ja. Ui. Das ist ja spannend. Du kannst die Erze übrigens alle immer direkt zu zumindest den Barren machen. Weil Erze brauchst du gar nicht. Du brauchst immer mindestens die Barren. Klack. So, jetzt könnten wir nämlich, jetzt geht's nämlich schon, jetzt können wir nämlich schon in die nächste Runde gehen. Als erstes... Ja, wir haben ja im Prinzip alles, oder? Genau. Als erstes nehmen wir jetzt mal eine Schmelzerei. Biomasse, mach ich mal. Ja, Biomasse kannst du mal machen, genau. Das ist gut. Ich glaube, in der Kiste ist auch noch Biomasse. So, ich möchte jetzt... Was ist das hier? Xenosepper? Ist das einfach nur meine verbesserte Form oder ist das genau der, den wir jetzt schon haben, der Xenosepper? Ich glaube, das ist genau der, den wir schon haben. Ah. Okay, ich hätte aber so, ganz gerne... So, da eine... Da brauche ich das... Da eine und da eine. Das heißt, wir werden mit der Produktion so ein bisschen nach hier gehen. Klack. Guck mal, jetzt habe ich eine Schmelzerei aufgebaut. Hast du Biomasse gemacht? Ja. Pass auf. Dann können wir nämlich jetzt schon direkt mit der ersten Dings anfangen. Ah, ich brauche hier. Was hast du denn hier gemacht? Das ist eine Schmelzerei. Was macht die? Da kannst du jetzt Eisenbarren drin machen. Du kannst jetzt einstellen, wenn du E drückst, kannst du einstellen, was der machen soll. Ja. Und normalerweise, wenn wir den nächsten von denen hier haben, dann bohrt der automatisch mit Strom das da raus und dann kannst du ein Förderband hier hinten reinmachen. Und der macht dann aus den Eisenerzen direkt die Barren. Ah, da muss ich dann nicht auf Craft drücken. Genau, richtig. Dann kannst du von hier vorne ein Fließband abgehen lassen. Und wenn du Q drückst, dann hast du diesen Konstruktor. Ja. Genau, mit dem Konstruktor, den stellst du dann irgendwo hier vorne auf. Kannst du dann sagen, okay, du machst jetzt aus den Eisenbarren, machst du jetzt Eisenplatten. Oder Eisenstangen. Ach, das macht er dann alles über dieses Fließband. Genau, und dann macht er das alles über das Fließband und dann kannst du irgendwann noch ein Lager aufstellen, wo auch das Fließband dann reinführt und dann packt er das immer in das Lager und dann hast du in dem Lager immer direkt ein Lager voll mit Eisenstangen zum Beispiel. Ui. Dann kannst du ja theoretisch auch zwei Bahnen machen und sagen, okay, die eine geht nach rechts, da mache ich Eisenplatten und die andere macht dann Eisenstangen. Genau. Und dann machst du das aber im Normalfall noch so, dass du sagst, die eine geht nach links, kannst du auch hier die Förderbänder kannst du teilen. Das heißt also, du lässt hier ein Förderband rausgehen mit Eisenbarren, hast hier einen Splitter und kannst den in zwei verschiedene Konstruktor gehen lassen. Dann sagst du dem einen Konstruktor, mach mal Eisenstangen und dem anderen Konstruktor sagst du, mach mal Eisen... Platten und dann sagst du dem dritten Konstrukt, dann lässt du die in ein Lager gehen und vom Lager aus lässt du die beiden dann zusammenlaufen und sagst dem nächsten Konstruktor, hör mal, mach jetzt mal aus Schrauben und aus Platten verstärkte Eisenplatten. Also es ist, aber das kommt so mit der Zeit, das ist ein bisschen crazy. Bisschen verrückt. So, was wir aber brauchen, ist Strom, um den ans Laufen zu kriegen. Ja.
Du hast jetzt gerade die Biomasse gemacht. Ja. Die Biomasse gehört hier in dieses Teil. In den Biomassebrenner hier hinten. Wo ist der denn? Der hier? Ja. Ja. Ja, okay, Biomasse-Burner. Und dann schmeiße ich die jetzt hier rein. Genau. Den machen wir aber mal gerade, obwohl der ist. Ja, wir machen den mal noch aus. Weil sonst verbrennt er jetzt die Biomasse. Und wie sich das halt gehört für ein vernünftiges Spiel, braucht das natürlich Strommasten. Mir fehlt aber Beton für einen Strommast. Oder warte mal kurz, geht das nicht auch? Genau, wir können jetzt hier mit Stromleitungen arbeiten. Weil das nah genug dran ist. Hinterher machst du Strommasten, um über längere Distanzen zu kommen. Perfekt. So, und wenn du den jetzt einschaltest. Ja. Mach mal. Dann kriegt er Strom. Dann nimmst du dir hier das Eisenerz raus. Und packst das hier rein. Wo rein? Da rein. Mhm. So, der macht jetzt Eisenbahn. Ach, guck an. Die werden jetzt natürlich noch nicht transportiert, aber du könntest die jetzt natürlich. Ich glaube, Transportmittel haben wir mit der nächsten Hub-Erweiterung, ne? Ja, genau. Also wir brauchen die nächste Hub-Erweiterung, dann haben wir die Transportbände. Die Förderbände. Ah, ja, 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 ja. Ich sieh's. Was brauchen wir? Oh. 75 Eisenplatten, Kabel. Was ist das hier? Concrete? Was? Beton. Beton ist das. Okay, ich gehe mal da hoch zu unserem Kupferding. Da müssen ja auch schon 100 Stück drin sein. Ja, locker. Ui. Ist ja voll die Technik. Das ist. Ja, das ist das, was ich in Minecraft damals so geliebt habe. In unserem Projekt. In meinem Baum, weißt du noch? Ja. Dieser Atombunkerbaum. Ja, da habe ich so eine Scheiße gemacht. Gibt's zwei Schaden? Ja, gibt's. Ja, gibt's. Das ist verwöhnt von Apex. Mhm. Oh, und die Sonne geht wieder auf. So, ich habe Kabel, ich habe Beton. Ah, die Schnecke da oben spielt Simba, oder? Aurenda! Geh mal hin, dann machst du Rafiki. So, Storm. So. Okay, was können wir denn... Ah, das ist so ein Ekelgebiet, da gehe ich nicht hin. Da vorne gibt's Limestone. Da brauchst du eine Gasmaske für. Theoretisch könnte ich da auch einen Bohrer hier für das Limestone setzen, oder? Ja. Dann mache ich mir mal so einen Limestone-Bohrer. So, was habe ich gesagt? Was brauchen wir noch für die nächste Stufe? Wir wollen ja die Förderbänder hier haben. 75 Dingsplatten. Eisenplatten. Wie schaut es denn aus? Warte nochmal so einen Bohrer. 4 Platten, 8 Wire und 4 Kabel-Dinger. Ups. Okay. Der hat auch schon wieder keinen Bock mehr. Wire, Cable und Plates. So. Klack. Eisenplatten. 75 Eisenplatten brauchen wir. Das ist ja eine Frechheit, Junge. Ach, ich kann das doch nicht. Auf der Nase. Ich kann auch das Eisen wieder reinlegen. Ja. Das ist jetzt von Hand gearbeitet? Ja. Wir brauchen noch 20 Eisenplatten und 2 verstärkte Eisenplatten. Also 20, 24, 28 Eisenplatten. Ja, du, ich klopp das Iron noch schneller mit der Hand als der Automat da. Also ich habe jetzt 21 daraus geholt. Ja, am Anfang machst du das schon noch ein bisschen mit, aber
hinterher. Ich mag ja, ich finde ja solche Details cool, wie hier, wenn du auf diese Crafting Table gedrückt hättest, wie dann unten diese Platte immer heißer wird. Ja. Hat aber keinen Einfluss. Ganze. Ja, aber es sind so kleine Details, die finde ich. Ja, cool. Aber ich habe am Anfang auch gedacht, okay, ich habe dann zwischendurch immer wieder aufgehört und habe die abkühlen lassen und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, nö, komm, jetzt zieh's mal durch, was soll schon passieren? Ich hab gar keinen Bock drauf. 28, wie viel habe ich? 16. Kannst du nicht so ein Ding nochmal machen für Kupfer? Kupferwaffen? Ich baue mir mal selber. Ja, nee, aber ich wollte warten, bis wir die Fließbänder haben. Dann können wir von da oben Fließband runter machen, dass wir die Produktion alle hier unten haben. Weißt du? Weil das bringt jetzt nichts, dass. Also könntest du hier unten einen hinstellen. Irgendwo hier in die Nähe von uns. Und dann können wir das mal da oben reinholen und runterholen. Und reintun. Aber ich wollte jetzt halt eben die eine Stufe da noch spielen und dann Fließbänder hier runterbauen. Weißt du? Da braucht man nicht mal da hoch zu rennen. Also no, schon noch im Moment. Ach nee, scheiße, wir brauchen den nächsten Miner, ne? Wann kommt der denn? Der nächste Miner kommt da mit Upgrade 4. Und dann gibt es auch einen Lagercontainer. Dann fängt das an, richtig lustig zu werden schon. Dann geht das schon richtig rund. Muss ich den immer einzeln in meine Hand ziehen? Diese Miner? Was denn? Ja. Aber du musst auch eigentlich so gut wie nie deine Waffe ausrüsten. Außer wirklich, dass dem mal irgendwie einer begegnet. Warum? So, dann hole ich nochmal Kupfer. Wo wir halt auch immer nachgucken müssen, ist Biomasse, ne? Man sich hier? Du hast so. Es gibt diese Büsche mit Nüssen. Nüssen. Ja, und es gibt Büsche mit so komischen roten Beeren. Aber ich habe die auch welche. Ich habe also wir haben auch welche im Dings liegen. Du hast vorhin auch schon welche gepflückt. Ach, da ist so ein Mann, so ein Manta-Rochenviech. Du hast vorhin auch schon welche gepflückt. Ja, stimmt. Das war das allererste Kloster, was ich. Hatte. Genau, das waren so komische Nussdinger. Ja. Und dann gibt es noch so rote Beeren, damit kannst du dich heilen, wenn du die isst. Ja. Du musst also auch in die, ins Inventar, also in die Hand tun und dann kannst du die runterschlucken. So. Beer in die Hand und essen. Richtig! Du bist ja ein ganz schlauer. Das sind so rote Beeren. Was habe ich jetzt hier? Habe ich die Eisplatten nicht gemacht, die Idiot? Okay, ich sammle hier gerade wild Holz auf, wie so ein Irrer. Cool. Fertig! Was hast du denn schon wieder gemacht? Oh. Den Hub verbessert. You have unlocked new buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Eighth objective. Hub upgrade, additional power. Zü. Jetzt würde ich gerne einen Construction of buildings. Note the placement of conveyor belts. Caution. Overloading the power network guarantees suboptimal performance. Oh ja, die spucken Feuerbälle auf mich. Holy shit. Ach, die Scheißviecher, ja. Ja, hier ist so eine runde Kugel, die glitzert. Ja, ja. Was? Die glitzert, aber da sind zwei so Viecher drum. Die mit Feuer auf mich spucken. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Au! Eigentlich sind die ziemlich easy zu besiegen. Du musst den Feuerkugeln ausweichen und dann angreifen. Im Angriff ist die beste Verteidigung. Mhm, sehe ich.
Einen habe ich schon. So. Tschüss. Jetzt muss ich aber ganz schnell wieder meine Nüsse ausrüsten. Du musst deine Nüsse ausrüsten. Mal meine Nüsse in die Hand nehmen, meine ich. Verzeihung. Alles klar. Ja, dann geh mal die Kugel sammeln hier. Paleberry. Versus hier. WIP. So. Work in progress. Die kommen noch, die haben irgendwann später noch Relevanz. Ach, da versteht das WIP. Ja. Was ist das hier? Further analysis required to determine application. Vorsicht, geh weg, geh weg, geh weg. Das macht Schaden, das macht Gift. Okay, gut, gut. Die sah so schön aus, ich dachte, das ist doch vorhin was zum Aufnehmen. Nein. Wie so eine Glitzerschnecke. Okay. Oh, was ist das hier? Kohle. Ja, ich hab Kohle gefunden. Brauchen wir alles später. Du hast auch später ein Auto, dann kannst du schön durch die Gegend driven, kannst du die Gegend angucken. Achso, du hast aber keine Kohleader gefunden, ne? Leider. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn hier eine Kohleader gewesen wäre. Nee, sieht aus wie Limestone-Ader. Naja, du hast nur so ein einzelnes Kohlevorkommen gefunden. Ist schon gut. Aber. Bleib hier! Ich? Nein, dieser Lizard. Lizard, wie heißt der? Lizard-Doku. Kann ich ihn streichen? Okay. Press E to pet. Ja, mach ich. Aber der will sich nicht petten lassen von mir. Petting? Machst du gerade Petting mit den wilden Tieren hier? Ja, ich möchte jetzt sehen. Hallo, sei mein Freund. Wie kann ich dich denn überzeugen davon, dass ich cool bin? Au! Wie greift er da an? Vielleicht muss ich Latro rumspringen? Ja, ich wollte jetzt nicht an der Base weiterbauen, wenn du nicht da bist. Komm her! Ja, das ist ein bisschen Biomasse sammeln. Ich komm zurück. Was ist das hier? Oh ja. Das hier sieht. Das ist auch so ein Giftzeug. Erkunde du mal. Ja, das ist auch so ein Giftzeug. Das ist ein ganzes Giftgebiet. Da brauchst halt, wie gesagt, irgendwann gibt's eine Gasmaske und dann macht das auch nichts mehr. Eine kleinen Umweg. Ein Weg zum Hub. So. Also ich könnte jetzt schon so ein Fließband machen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich jetzt gewartet. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, dass wir einen Konstruktor bauen. Habe ich den nochmal gemacht? Cool. Unter Produktion ist ein Konstruktor. Du brauchst 3 verstärkte Eisenplatten und 2 Draht. Ich habe diese verstärkten Eisenplatten nicht. Und dafür brauchst du Schrauben und normale Eisenplatten. Schrauben machst du aus Eisenstangen. Eisenstangen machst du aus Eisenbarren. Eisenbarren machst du aus Eisenerz. Düdüm. Not enough space in inventory. Genau, haben wir zufällig schon die Research Bank? Nein, haben wir nicht. Hier drin ist unser kleines Häuschen, ne? Mit Klo. Wo? Hier. Wir haben eine Toilette. Das sah vorhin aber auch noch anders aus. Ja, das wird mit jeder Stufe wird alles ein bisschen weiter ausgebaut. Und hier kommt nachher noch so ein Research-Ding hin. Da kannst du dann alle möglichen Sachen reintun. Deswegen ist das immer gut, in der Kiste ein bisschen zu sammeln. Hier. So, wird er jetzt noch davon ein bisschen was. Genau, aus Holz lässt sich nämlich auch Biomasse machen. So war das. So, ich kann einen Constructor bauen.
Ja, dann auf die andere Seite. Oh, nee, ich brauch stell nicht den nach, so. So, wenn du den gleich hast, dann stell den so, dass der. Du hast ja einen Eingang und einen Ausgang. Ne, grün ist Ausgang, rot, orange ist Eingang. Ja. Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Komm zu mir. So, und jetzt stellst du den so, dass wir ein bisschen Platz haben, um nachher vielleicht einen Splitter einzubauen. Was für ein Ding? Ach so. Nicht, so ein Ding-Splitter, aber nicht zu weit weg. Weil sonst müssen wir so viel Förderband bauen. Mhm. So, wie drehe ich den jetzt? Mit Mausrad. Okay. So, wenn ich den jetzt hier, den will ich jetzt hier hinknallen. Ja, aber dann überleg, dass unser Lager noch dahinter hinkommt, ne? Wohinter? Also, wenn du den jetzt da hinstellst. Lass den mal irgendwo stehen. Wenn du den jetzt da hinstellst, dann geht das Fließband vorne raus. Das heißt, unser Lager wird dann irgendwann irgendwo hier sein. Ja. Dann willst du immer wieder hier hinrennen. Ja gut, wir können eine Werkbank ins Lager bauen. Das soll ich den näher bauen, ja? So ein bisschen? Ja, ich würde den schon ein bisschen näher bauen. Wir können im Zweifelsfall reißen wir den hinterher ab. Wir haben hinterher so viele Materialien, da ist das wurscht. Okay, hier hin? Ja. Dann haben wir noch ein bisschen Platz für einen Splitter. Genau, und jetzt verbindest du die beiden mit dem Fließband. Für ein Fließband brauchst du Eisenplatten. Ach komm, mir fehlen zwei. Okay, dann machen wir. Warte, vielleicht habe ich welche. Nein, habe ich nicht. Wir müssen eine jetzt. Schade. Zack. Perfekt. Ach, guck mal. So. Und jetzt musst du ihn aber noch mit Strom versorgen. Jetzt brauchst du einen Strommast. Dafür brauchst du das Beton, was ich in der Tasche habe. Hier, warte. Klack. So. Du kannst jetzt übrigens auch die Dinger vom Fließband runternehmen. Wenn du jetzt mal schnell irgendwie hier so Eisenbarren brauchst oder so, kannst du die einfach vom Fließband runternehmen. So, und ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme das. Was willst du? Ich möchte das da hinten mit dem hier verbinden. Das geht nicht, weil du brauchst jetzt einen. Der kann nur einen Anschluss haben. Ein Strommast kann drei Anschlüsse haben. Ah. Oder vier. Okay, jetzt das heißt also, du musst jetzt. Kabel du musst jetzt irgendwas anderes. Das Kabel hier cutten. So, du musst jetzt mit F das Kabel hier erstmal cutten. Mit F. F. Genau, dann kannst du das Kabel wegmachen. So, dann können wir den ausmachen. Mhm. So, und jetzt baust du einen Strommast. Am besten irgendwo hier so hin oder so. Ja. Wo hast du den jetzt? Ja, oder so. Genau, dann ist der eine verbunden, jetzt musst du den zweiten auch noch verbinden. Genau, so, jetzt machst du den Strom hinten wieder an und sagst deinem Konstruktor noch, was er bauen soll. So, was soll er denn uns bauen? Den würde ich einfach Eisenplatten bauen lassen und den zweiten, wo du jetzt einen kompletten Kreislauf für aufbaust, dann Eisenstangen. So, und jetzt kannst du noch, ich glaube, ah ne, Quatsch, Lager haben wir erst mit dem nächsten, ne? Was ist das hier? Förderband, Fördermast, Fundamente, Wände. Komm, ja. Hier, oh, das sieht aus wie eine Hebebühne oder so. Ja, ja, genau. Wenn du jetzt, lass mal, bauen wir nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Berg da oben drauf willst, ja, dann musst du das Förderband langsam steigen lassen über diese Förderbänder, über dieses Ding, was du da gerade hattest. Die kannst du in unterschiedlichen Höhen einstellen. Ah. Deswegen habe ich mich vorhin so über das Vertikale gefreut. Weil das Vertikale. Dann brauchst du das nicht mehr zu machen. Dann kannst du den bis hierhin laufen lassen und dann machst du hier ein vertikales Förderband und dann machst du den nach oben und kannst dann oben weitermachen.